Am Spielfeld hinter uns, da schwitzen gerade jede Menge Weltmeister. Ich bin froh, hier gleich drei Europameisterinnen bei mir begrüßen zu dürfen. Alle drei spielen für den FC Bayern. Herzlich willkommen, Lena Lotzen, Leonie Meyer, Melanie Behringer. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Ihr habt die letzten Tage jede Menge Fragen über unsere Social-Media-Kanäle der FC Bayern Frauenfußballerinnen gepostet. Wir haben einige davon ausgewählt und um genau die wird es jetzt gehen. Lena, ich fange gleich mal bei dir an. Die letzte Woche über wart ihr im Trainingslager in Südtirol. War es hart? Was habt ihr trainiert? Ja, genau. Wir waren eine Woche im Trainingslager, hatten viele Einheiten. Es gab natürlich einen konditionellen Schwerpunkt, aber auch einen taktischen Schwerpunkt. Wir haben viele neue Spielerinnen. Da müssen Dinge auch erstmal vertieft werden. Und da war die Zeit im Trainingslager gut. Man konnte viel Zeit miteinander verbringen. Man hat sich sowohl auf dem Platz als auch neben dem Platz eben gut kennengelernt. Und ja, ich denke, da wurden viele Schwerpunkte gesetzt und dadurch sind wir einen ganzen Schritt vorangekommen. Im Trainingslager, da waren wir auch mit dem Bayern-Bus unterwegs und an den Spielen, klar, da hat man euch erkannt, ihr wart im Bayern-Outfit. Wie ist es, wenn du allein in München unterwegs bist, ganz privat? Wirst du da auch ab und zu angesprochen auf der Straße? Ist das eher nervig? Hält sich das in Grenzen? Ist es okay? Also es hält sich noch sehr in Grenzen, würde ich sagen. Natürlich vielleicht nach der EM ist es ein bisschen mehr geworden, aber ja, ich kann ganz normal auf die Straße gehen und werde ab und zu mal erkannt, aber es ist eher selten. Ich denke, in der Stadt München, die so groß ist, ist das wahrscheinlich auch noch normal. Okay. Melanie, du warst schon mal in München, hattest dann ein kurzes Gastspiel in Frankfurt und jetzt bist du seit dieser Saison wieder daheim, wie man bei uns sagt. Was hat dich überzeugt, wieder zum FC Bayern zu kommen? Ja, also ich war jetzt 4 Jahre in Frankfurt. Der Kontakt mit Bayern ist aber eigentlich nie abgerissen. Ich hatte Kontakt mit Tom Wörle über die Jahre, auch mit Tani oder mit der einen oder anderen Spielerin noch. Ja, und jetzt lief mein Vertrag aus in Frankfurt und ich hatte wirklich richtig gute Gespräche mit Karin Danner, mit Tom Wörle und die haben mich einfach überzeugt, mit dem jungen neuen Team was aufzubauen. Und ich denke, ich als älterer Hase kann meinen Teil dabei dazu tragen. Ja, und ich freue mich riesig, hier mit der Mannschaft zu trainieren. Das hat riesig Spaß gemacht in Südtirol im Trainingslager. Ja, ich denke, wir haben eine richtig gute Truppe für die nächste Saison. Ja, und ich gehe davon aus, dass wir auch eine gute Saison spielen werden. Leonie, 2013 war so dein Jahr Senkrechtstarterin. Wir alle können uns noch erinnern an dein Tor hier. War ja auch Tor des Monats in der Allianz Arena gegen Weltmeister Japan. Richtig reingehämmert. Keine Spielminute dann verpasst bei der WM, auch nicht in der Hinrunde bei Bayern. Und dann kam der Kreuzbandriss. Jetzt bist du gerade wieder in Reha. Wie geht's dir gerade? Wo stehst du momentan? Ja, also im Moment geht es mir sehr gut. Das Knie fühlt sich richtig gut an und ja, macht mir überhaupt keine Probleme. Das heißt, alles läuft nach Plan und ich konnte jetzt auch schon wieder Teile mit der Mannschaft mitmachen, wie zum Beispiel das Aufwärmen, verschiedene Passformen oder auch Laufformen. Und ja, eben alles noch ohne Zweikampf und ohne Gegner. Und ich hoffe, dass ich jetzt nach und nach mich dann immer mehr Richtung Mannschaftstraining rantasten kann. Und ja, bis dahin muss ich noch Geduld haben, darf nicht zu früh anfangen und ja. Okay. Eine Frage hat euch ganz stark interessiert. Wie ist es denn beim FC Bayern zwischen dem Männerteam und dem Frauenteam? Gibt es da Kontakte? Trifft man sich? Mel, du warst schon mal beim FC Bayern 2008 bis 2010. Wie war es damals? Gab es da Kontakte zur Männermannschaft? Hat man sich ab und zu mal getroffen? Nee, eigentlich gar nicht. Wenn dann einmal an der Säbener, wenn wir trainiert haben, dass man sich über den Weg gelaufen ist. Oder bei mir bei der Ehrung, bei Olympia, wurde ich mit 3 Spielern geehrt. Aber ansonsten eigentlich weniger. Aber ich hoffe natürlich, dass dieses Jahr anders wird. Lena, du bist seit 2010 beim FC Bayern. Da ist die Mel gerade weggegangen. Wie war es in den letzten 4 Jahren? Habt ihr vielleicht sogar schon mal zusammen trainiert? Eine Frage war, unter Pep Guardiola vielleicht? Naja, also im Großen und Ganzen hat sich da, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel geändert in der Hinsicht. Da ist immer noch ein großer Abstand dazwischen. Ich denke, das ist natürlich auch normal bei der Aufmerksamkeit, die wir Profis haben. Da ist es schwer, einen Kontakt herzustellen. Wie gesagt, man trifft sich ab und zu mal an der Säbener oder läuft sich über den Weg, würde ich sagen. Wir haben dort eben diese Kantine oder trainieren ab und zu dort. Das ist zwar eher selten. Aber die Profis trainieren eben dort und ja, da läuft man sich über den Weg, aber ein wirklicher Kontakt besteht nicht. Leo, hattest du schon irgendwie in irgendeiner Form? Nee, bis jetzt noch nicht. Also ja, wie Lena schon gesagt hat, man sieht sich ab und zu und grüßt sich dann vielleicht, aber mehr auch nicht. Ein Thema, das euch noch
interessiert hat, waren so die Zeit, ja, wie war es denn im Jugendbereich oder dann, als ihr entdeckt wurdet. Da würde mich interessieren, Mel, wie bist du denn zum Fußball gekommen? Ganz einfach. Also ich hatte 4 Brüder und da hat jeder gespielt von den 4 und dann war es für mich eigentlich logisch, dass ich ausspielen will. Und ich war eigentlich dann ab der E-Jugend habe ich mit denen mittrainiert, also im Verein dann auch bei Jungs und über Jungs dann zu den Frauen und von da ging es dann in die Bundesliga, also wenn man es jetzt mal grob sagt, ja. Leo, bei dir ähnlich? Ja, ich muss sagen, bei mir war es eigentlich relativ ähnlich, nur ich hatte 3 Brüder, 3 ältere Brüder, die auch alle Fußball gespielt haben und so wurde ich dann auch auf den Fußballplatz sozusagen mitgeschleppt oder bin dort aufgewachsen. Und ja, habe dann auch erst bei den Jungs angefangen, dort 8 Jahre circa gespielt, dann auch zu den Frauen rüber, dann in die Bundesliga und so ist alles entstanden. Lena, du bist aus der Jugend, ich glaube, du hast noch mit Jungs zusammengespielt zu dem Zeitpunkt, dann direkt zum FC Bayern gekommen. Wie kann man sich das als Fan vorstellen? Du wirst da gesichtet, kurzes Gespräch gekauft und dann bist du hier oder wie läuft sowas? Ja, ich glaube, das ist schon ein bisschen früher entstanden, eben über die Bayern-Auswahl und die U-Nationalmannschaften. Da informieren sich natürlich dann, denke ich, die Bundesliga-Trainer auch, was denn also an Nachwuchs eben besteht. Und dann war es eben so, dass ich nicht mehr bei den Jungs spielen durfte. Und dann hat sich für mich eben die Frage gestellt, möchte ich in eine Bundesliga-Mannschaft oder reicht es überhaupt? Und dann kam eben die Anfrage von Bayern, ob ich kommen möchte. Und ich habe den Schritt gemacht und habe gesagt, ich möchte das probieren bei Bayern. Und so ist es dann, denke ich, über die Bayern-Auswahl, wo man dann gesehen wird, irgendwie auch entstanden oder über die U-Nationalmannschaften. Ihr zwei studiert, glaube ich, aktuell noch, Leo, Lena. Leo, wie kann man sich das vorstellen? Ist das vereinbar? Beruf auf der einen Seite, Fußballerin, Studium auf der anderen Seite. Ist das manchmal stressig oder passt es? Ja, das ist schon nicht ganz einfach, muss ich sagen. Aber ja, man braucht ein gutes Zeitmanagement, um das dann alles unter einen Hut zu bekommen. Und wenn man da diszipliniert ist und auch wirklich das machen möchte, dann kann man es auf jeden Fall auch schaffen. Und ich habe zum Beispiel jetzt auch ein Fernstudium gemacht und kann dann meine ganzen Klausuren und ja, wie viel ich am Tag arbeiten möchte, alles freilegen. Und von daher habe ich es bis jetzt noch ganz gut hinbekommen. Lena, bei dir ähnlich? Ja, es ist eigentlich ähnlich. Ich mache auch ein Fernstudium. Und natürlich hat man die Freiheiten, eben, sich eben selber einzuteilen, wann man was machen möchte. Und dadurch kann man sich eben auch gut auf den Fußball konzentrieren. Aber wie gesagt, es ist, oder wie Leo gesagt hat, es ist manchmal schon auch stressig, eben beides miteinander zu vereinen. Aber bis jetzt kriegen wir es beide, glaube ich, noch ganz gut hin. Mel, du hast Ausbildung und Studium. Gab es da Unterschiede an der Stelle? Ich habe meine Ausbildung gemacht, als ich in der U19 gespielt habe und ich glaube, da war noch nicht so viel, wie jetzt in der U19 gespielt wird, trainiert wird. Ich glaube, da war alles noch nicht ganz so intensiv. Trotzdem war es nicht ganz einfach, alles unter den Hut zu kriegen, aber ich hatte eine sehr gute Chefin, die mir auch die freien Räume gegeben hat. Dadurch konnte ich die Ausbildung machen. Darüber bin ich auch sehr dankbar, dass ich die habe. Ja, und danach habe ich noch ein Fernstudium gemacht. Ich denke, wie die beiden auch. Und es lief eigentlich auch gut ab, das konnte ich mir selber einteilen, wann ich lernen kann, wann es zeitlich passt. Und ja, es hat alles sehr gut gepasst und bin ich auch froh drüber. Gerade die Frauen-Bundesliga hat ja in den letzten Jahren auch durch die Frauen-Nationalmannschaft immer mehr an Popularität und vor allem auch Professionalität hinzugewonnen. Die Fans würde jetzt interessieren an der Stelle, Leonie, was glaubst du, wo könnten wir noch zulegen? Was könnte beim Frauenfußball noch passieren? Welche Möglichkeiten gibt es noch, um noch populärer zu werden, noch mehr Professionalität an den Tag zu legen? Ja, ich denke, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Aber ja, wie schon gesagt, jetzt auch gerade nach der EM oder nach der Weltmeisterschaft auch in Deutschland merkt man auch, dass der Frauenfußball boomt, dass da immer mehr Leute auch ins Stadion kommen und auch dann die Zuschauerzahl schon gestiegen ist. Trotzdem würden wir uns auch wünschen, wenn noch mehr Zuschauer ins Stadion kommen, weil es immer noch einfach zu wenig sind oder es könnte auf jeden Fall mehr sein und ja. Mel, du hast es ja auch mitgekriegt, Frauenfußball schon vor der WM 2011, da warst du ja auch schon längere Zeit dabei. Hat die WM, die Frauen-WM 2011 in Deutschland da nochmal einen Boost ausgelöst? Doch, auf jeden Fall. Also gerade in Frankfurt kann ich jetzt sagen, dass da danach, also nach der WM schon deutlich auch die Zuschauerzahl gestiegen ist und ich denke, das wird auch in Zukunft so sein. Wir haben eine richtig gute Jugendarbeit, also auch in den Bundesliga-Teams und ich denke, das wird immer mehr
Und gerade auch solche Aktionen wie heute finde ich natürlich sehr, sehr gut. Das bringt auch irgendwo Aufmerksamkeit auf uns. Und vielleicht ist ja nächstes Jahr, dass wir vor den Männern spielen. Könnte definitiv sein. Das wäre natürlich top für uns. Und ich denke, solche Werbung braucht man einfach. Das tut uns gut. Wenn du an deine Zeit als Fußballerin so denkst, wer hat dich in der Zeit am meisten geprägt, war eine Fanfrage. Ui, ist aber eine schwierige Frage. Nee, ich denke einfach, dass mich meine Familie sehr unterstützt hat. Die hat mir alle Freiheiten gegeben, mich überall unterstützt, egal wie ich mich entschieden habe, egal wo ich hinwechseln wollte oder auch nicht. Die standen immer hinter mir und ich denke, das ist sehr wichtig, wenn man einen guten Rückhalt hat. Lena, du spielst auch Nationalmannschaft, du spielst FC Bayern, du bist heiß begehrt bei Interviews, bei Fragerunden. Du hast sicher richtig stressige Wochen auch mal. Wie kommst du wieder runter? Was machst du, um dich zu entspannen? Ja, also ich glaube, es hält sich immer noch im Grenzen oder ich kann da immer noch nur ganz normal mit umgehen. Aber klar, es gibt mal Zeiten, wo halt natürlich viel los einfach ist um den Fußball herum und dann gehe ich gerne einfach mit Freunden was essen, fahre nach Hause zu meiner Familie, fahre mal in Urlaub, treffe mich mit Freunden, mache ganz normale Dinge, die einfach jedem gut tun, wenn er einfach mal entspannt oder ja, spiele mal eine Runde Volleyball oder was weiß ich, lese ein Buch. Also das ist, ich glaube, da unterscheiden wir uns nicht von anderen Menschen. Also einfach alles, was einem Spaß macht oder wo man runterkommt, das tut einem gut dann. Familie, Freunde vor allem, denke ich. Kommen wir zur letzten Frage. Kurze Abschlussrunde. Mit wem seid ihr auf dem Zimmer, wenn ihr unterwegs seid? Lena, fangen wir gleich bei dir an. Ehrlich gesagt weiß ich es momentan gar nicht, weil ich war mit Clara Schöne immer auf dem Zimmer. Die hat uns ja jetzt verlassen und ich hatte geplant, so mit Laura Feiersinger jetzt im nächsten Jahr zu gehen, aber die ist momentan auch noch nicht so wirklich wieder fit. Also es wird auch noch ein bisschen dauern, deswegen bin ich offen für alles und mal sehen, mit wem ich dann aufs Zimmer schlussendlich gehen werde. Leonie. Ja, also ich war letzte Saison mit der Katharina Baunach auf dem Zimmer und werde jetzt dann auch mit der Ricky Viking aufs Zimmer gehen. Okay. Melanie. Ich war letztes Jahr mit Gareth Regis auf dem Zimmer, das wird dieses Jahr schwer. Nee, ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt neu dabei und ich, ja, mir eigentlich egal, mit wem ich aufs Zimmer gehe, ich bin da sehr offen. Ja, wer will, der darf. Genau, schauen wir mal. Genau. Herzlichen Dank an euch drei, dass ihr die Fragen der Fans auch beantwortet habt an der Stelle. Es gäbe sicher noch viel, viel mehr, aber das werden wir dann zu einem späteren Zeitpunkt machen. Wenn ihr Lust habt auf Frauenfußball beim FC Bayern, am 31.08. startet die neue Saison in der Allianz Frauen-Bundesliga. Wir spielen immer im Grünwalder Stadion. Gleich Ende August zum ersten Spiel zum Kracher gegen den Vizemeister aus Frankfurt. Großes Fan- und Familienfest der Allianz. Kommt einfach vorbei, Allianz Arena Dauerkarteninhaber können sogar freien Eintritt haben. Bis dahin, Servus.